hab schon mal. Oh. Oh nein, nicht das schon wieder. Ach, Scheiße. Wir sind wieder da. Ah, ich bin wieder hier. Okay. Bam, 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 bam. So, wo seid ihr? Bam, bam, bam. War die wirklich weg? Bing, bing. Ich hab mich nur versteckt. Hallo. Alter, ich wollte dich gerade erschießen. Wen? Hallo. Wack. Fuck. Hallo. Hallo. Könnt ihr euch mal im Discord muten? Wollen wir spielen? Ja, wollen wir. Was war das jetzt nochmal? 3, 5, 1? Hi. Huch, das wollte ich 3, nicht. 3, 5, 1, 5, was war das jetzt? Achso, 3, 5, 1? 3, 5, 1, 5, 4, 2. Warte. Tres. Oh, scheiße, ich bin daneben. 5, 1, 5, 4, 2. Oh, das ist voll ungefähr scheiße. Ich hoffe, wir haben heute Tarotkarten. Mir fehlen nur noch 3 Stück. Dann ja, genau. Hast du das gesehen? Natürlich hast du das nicht könntet gesehen. Könntet ihr euch bitte muten? 2000 years later. Ich geh schon mal einkaufen. Liegt denn hier unten rum? Ich hab ja falsch gedrückt, da. So, ne? Bist du doch jetzt, ist ja hoffentlich Shop und Lager ausgerüstet. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich hoffe, es ist richtig. Was machen wir jetzt? Was spielen wir? Hallo. Hast du schon alles? Ja, schrei mir nicht so ins Ohr. Phasmophobia. Ich hab was eingepackt so. Und welches Level? Muss man denn hier nochmal? Macht die Peri da an der Tür? Ich hab geguckt, ob da immer noch ein Geist drin sitzt, aber da sitzt kein Geist mehr. Ich hab 0 Dollar? Das ist doch gelogen. Ich hab 467. Wieso hab ich jetzt auf einmal keine Kohle mehr? Da hinten rechts in der Ecke. Oh, da wackelt irgendeiner. Ich sehe nicht. Wollt ihr alle auf Klo? Was macht ihr da? Das dauert bis jetzt. Den Geist anschauen. Ach da! Oh, guck mal. Hier ist das Bild von der Schwitzer im Klo. Oh ja! Bitte? Keine Privatsphäre, keine Privatsphäre. So, welches Haus gehen wir? Ich weiß nicht. Für Richview Court. Kurt. Stimmt. Okay. Dann fällt Fußboden. Hauptsache nicht schon wieder die Farben. Oh nee. Einer fehlt noch beim Abstimmen. Da habe ich eine Chance zu überleben. Oh, das macht nichts. Wenn er nicht abstimmt, dann nimmt er automatisch das Ergebnis an. Gut, ich bin bereit. Bin bereit. Auch? Bereit. Aber Peri steht noch nicht bereit. Da jetzt aber. Nobody knows. Ist hier drin Wer ist hier in mir drin? Ist hier drin Nebel? Kann ich deine Zähne sehen? Oder habe ich das Spiel zu hell gestellt? Ich glaube, ich habe das Spiel zu hell gestellt. Du brauchst nicht, sah gut aus. Schieß ein Foto vom Geist. Piu, 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 piu. Reagiert auf Einzelbilder. Okay, also müssen wir uns trennen, ja? Bewegungssensoren. Oh, haben wir Bewegungssensoren? Ja. Weiß ich nicht. Hat jemand eine Kamera dabei? Ich hab ne Taschenlampe und Thermometer und ein EMF-Gerät. Aber du hast jetzt eine Videokamera, ne? Ja. Dann nehme ich hier, das so sieht doch nach Fotoknipskamera aus. Was ist das? Achso, das sind die Dinger, das sind die Sensoren.
drei also, Sachen shit. Kann ich nur nehmen, ne? Ja, yes. Ja. Okay. Moment, habe ich jetzt drei Sachen? Nee, habe ich nicht. Stille die andere. Nehme ich das mit? Ich weiß es nicht. Schlüssel haben wir nicht genommen. Doch, ist doch offen. Bei mir war gerade noch zu. Hey, wo ist denn der? Es ist so neblig, ist das richtig? Okay, hier drin ist nicht mehr neblig. Ich habe also keinen Mist mit den Einstellungen gemacht. Wisst ihr, was echt creepy ist? Ich. Ich habe genau so einen Tisch und genau solche Stühle mir gerade bei Ikea angeguckt und überlegt, ob wir uns die holen. Die werden verflucht sein. Oh, ich hoffe es. Wenn der nicht tödlich ist, wäre so ein Geist damit. Danke für die Sicherung, Geist. Ich geh in den Keller. Weiß jemand, wo hier der Sicherungskasten ist? Wahrscheinlich im Keller. Im Keller, Flausch da. Geht hin. Ja. Huch. Flausch, wir brauchen dich hier oben gleich. Wo ist den Fotoapparat? Hat's funktioniert? Ist wieder Licht? Nee, jetzt. Abgetrennten Fuß. Wo ist der Fuß? Was? Zeig mit dem Fuß. Wo ist der Fuß? Foto machen und dann auf ihm. Erst also Foto jetzt, machen, dann auf. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt ein Foto mache, ist Tinis Hintern drauf. Da sind wir ja aber auf dem falschen Kanal. Und aufheben. Ich hab aber... Das müssen wir mitnehmen. Glaubst, warum fährst du das nicht an? Ja gut, komm. So. Ich hab's in der Hosentasche. Zufrieden? Ich hab den Stiel gefußt. In die Schweiz. Kann ich mit meinem Schwarz nicht nur im Dunkeln was sehen oder auch so? Achso, ich sollte den Knopf drücken. Auch so, ne? Kann ich mit dem Schwarz nicht auch so ich was sehen? Dunkel. Was war das? Ich hab Klavier also. Gehört. Kann man da wirklich in Noten spielen? Nee. Ich glaube nicht. Die. Oh. Oh. Nein, kann man nicht. Was machen die beiden? Ich weiß es nicht, aber ich habe so komisches Gemurmel. Das Egal. Zeichen war, mach dunkel hier. Wie hieß denn unser Geist? Der gerne mit Elektrizität spielt. Das grenzt es doch schon mal ein bisschen ein, wenn man denn wüsste, wie der rückenjenige Geist hieß. Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, ein Raichu? Also, hey, Mef interessiert sich eigentlich überhaupt nicht. Kann sich noch ändern im Laufe des Spiels. Vielleicht ist er nur am Schlafen. Oder es ist ein Djinn und er ist schüchtern, wenn wir zu zweit in einem Raum sind. Ja, wir sollten ja uns ja auch eigentlich trennen, ne? Strom ist wieder. Was? Also mit dem Schwarzlicht, ich sehe nix. Ich dachte gerade, ich hätte den geilen. Muss auch die normale Taschen haben. Ich sehe hier gar nichts. Hä? Kollege, zeig dich. Mein Gott, du bist aber schnell aus der Puste hier. Warte mal, den hier noch was. Vielleicht hier die Auto. Was ist das? Das
macht so ein Dings, ne? Was ist das? Was? Ich sehe gar nichts. Dein Kopf ist da im Weg. Erst hast du zu meinem Hintern, jetzt habe ich deinen Kopf. Das ist ein Bewegungsmelder. Aber der mitnimmt. Den klatschst du an eine Wand und dann macht er diesen roten Strahl, weißt du? Und dann kannst du herausfinden, ob der hier irgendwo rumläuft. Was ist das? Achso. Das ist die Geisterbox. Die nehme ich jetzt mit. Das ist eine gute Idee. Also im Erdgeschoss habe ich keinen Ort gefunden. Ich gehe mal nach oben. Licht aus, ich pieß mich doch ein, ey. Warum redest du denn nicht mit mir? Geister sind doch immer im Keller. Nix. Tut sich bei allem, was ich hab, nix. Hallo Geist, schreib mal was in das Buch, wenn du magst, aber bitte verschob mein Titel. Wie hieß denn der Geist? Also das Badezimmer klingt, als wenn es einer benutzen würde. Peri! Ja, ich glaube, es ist das Badezimmer. Hast du gerade etwa das Revier markiert? Nein. Ich leg das jetzt hier drauf. Der atmet mich hier noch. Eindeutig. Danke. Das EMF-Gerät schlägt aus bis 1. Ich habe auch eine Tür gehört. Über eine Geisterbox will keiner reden. Du darfst nur alleine sein, glaube ich, ne? Tini, würdest du mich einmal kurz alleine auf Klo lassen? Ich kann nicht, wenn andere dabei sind. Wenn du Hilfe brauchst beim Abwischen, dann ruf mich, ja? Okay, ich sag, bin fertig. Hallo Geist, bist du da? Oh Gott. Hallo Geist, ich weiß nicht, wie du heißt. Hallo? Rede mit mir. Hier liegt doch ein Buch, du kannst doch ins Buch schreiben. Gib mir ein Zeichen. Oder schreib ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Du blöder Kackgeist. Oh, ist hier mein Atem. Ich möchte ja wieder raus. Oh, hallo. Ich will nicht mehr.
Hallo? Seid ihr noch da? Ja, jetzt. Er wollte nicht mit mir reden und auch nicht ins Buch schreiben. Der war so touchy vorhin, ne? Aber hey, wir haben Gefriertemperaturen. Okay. Oh, machen Ruhe. Gefriertemperaturen. Also, das Ultraviolett-Ding habe ich nichts gefunden. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich komme jetzt wieder rein. Ich habe den... Oh. Ist gerade eine... Der Bewegungssensor bei euch hat ausgeschlagen. Schon wieder. Den kann ich ja nirgendwo anklicken. Direkt am Badezimmer zum Flur rein habe ich einen Bewegungssensor installiert. Und der hat gerade zweimal ausgeschlagen. Ich komme jetzt mit dem DOTS-Projektor und habe eine Kamera dabei. Okay, also wenn ich jetzt Ultraviolett habe ich nichts gefunden, habe ich jetzt mal durchgestrichen. Die Geisterbox auch? Nee, kannst du nicht. Die halten nur, wenn der Spur hinterlässt, nur für 5 Minuten oder so. Das Ultraviolett meinst du? Was passiert hier hinter mir? Hat jemand? Das klang so. Er hat was ins Buch geschrieben. Okay, also. Das Ultraviolett mache ich wieder weg. Er hat was ins Geisterbuch geschrieben. Die Geisterbox habe ich durchgestrichen. Mhm. Wir hätten entweder einen Dämon, Revenant oder Shade. Was hast du jetzt nochmal? Geisterbox? Geisterbox. Was war das jetzt? Geisterbuch. Geisterbuch angekreuzt. Gefriertemperaturen und die Geisterbox durchgestrichen. Wenn ich auf, ach man, wo waren das jetzt? Shade drücke, ne? Wir bräuchten noch für Shade ein EMF Level 5, weil stärkt, achso, hört ihr mich überhaupt? Shade wäre, es ist schwieriger, einen schüchternen Geist zu entdecken. Schwächen. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er in Gesellschaft in seinem Raum hat. Und irgendwie jagt er ja nicht. Dafür brauchen wir noch EMF Level 5 für den. Das EMF ist nur auf 1 bis jetzt. Oder Revenant. Ja, was brauchen wir denn sonst noch? Fingerabdrücke oder was? Wahrscheinlich das gesamte, bei der Auswahl noch das gesamte Gedönse, oder? Und bei Revenant bräuchten wir noch als Beweis ein Orb. Stärken wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich, so bewegt er sich sehr langsam. Das denke ich aber nicht. Oder... Dämonen glaube ich auch nicht, weil Dämonen jagen deutlich häufiger als andere Geister. Schwächen Dämonen fürchten das Kruzifix. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Orb haben oder nicht. Haben wir eine Kamera? Ja. Ja, die liegt hier unten. Guck ja gerade. Also, ich habe die hier unten hingelegt in Richtung Punkte. Okay. Rein logisch von dem, was. Ich mache eure Lichter aus und sehe ich nichts. Ich habe gar kein Licht an. Warte. Ich denke, rein logisch wäre es. Wo bin ich denn? Ich denke an. Ich gehe mal auf die Kamera gucken. Hast du das EMF-Ding? Also. Nee, die sind beide im Bad. Wo ist das also Bad? Ich habe kein hinter dir, da. Wo der Geist drin ist. Achso. Also ich habe hier keinen Dot gefunden. Also es wird kein Revenant sein. Ich gehe mal von dem anderen aus. Dann bräuchten wir ein EMF-Level noch. So, ich muss aber der schlägt ja immer nur bis auf 1 auf. Also wir können nur noch EMF, Ultraviolett oder Geisterbox haben. Und Geisterbox glaube ich am wenigsten. Wo ist die eigentlich? Oh oh. Oh oh. Tschüss.
Tö, Männer. Flauschi ist tot. Ja, war ja klar, dass ich zuerst sterbe. Oh, welch Trauer. Was kann ich denn hier aufheben? Liegt ja nur Kram rum. Ich bin für Shade. Ja, ich auch. Ich habe nichts gefunden, was man irgendwie hochheben kann, um denen mal was zuzuwerfen. Warte, ich glaube, im Flur war was. Da ist eine Tasse und ein Bild. Okay. Sind die denn noch im Bad? Ne, wo sind sie denn? Ich geh da mal gucken. Ich finde den Weg nicht im Dunkeln. Ein großer Schluck. Lock. Ja. Oh Gott. Einmal Rückgrat brechen. Ist er gerade nach oben gelaufen? Ich weiß es nicht. Er war auf einmal weg. Oh, geht die Sonne auf. Guck mal hier. Hier können wir, muss ganz nah rangehen. Können wir Kaffee trinken und den Sonnenaufgang gucken. Fotomensch. Oh, ey, was ist das? Eine Tasse. Ach so. Kannst du nicht nächstes Mal mit was Weichem schmeißen? Genau. Werf mit Plüschhasen. Was ist mit euch? Was wollt ihr von uns? Möchtet ihr uns einen Hinweis geben? Möchtet ihr uns einen Kaffee einschenken? Wir sollen ein Foto vom Geist schießen? Wie sollen wir denen das denn so... Wenn wir ein Foto vom Geist schießen sollen, schmeiß mal die Tasse hier hin, wo die Lampe steht, bitte. Wie soll man denen das jetzt erklären, oder? Ja, die jetzt an den Kopf. Bam! Wir müssen jetzt einfach so lange reden, bis sie das Richtige sagt, wo wir werden. Stelle die Anwesenheit eines Geistes Hand im Bewegungssensor fest. Ja, das haben wir ja. Hilft ja nichts. Ich geh Foto. Ja. I follow, you, deep sea baby. I follow you. Die werden von mir verfolgt, als sie wissen, oder? So. Das Licht geht nicht! Warum geht ihr wieder rein? Ich habe es doch eingegrenzt. Oh, fuck. Raus hier! Komm schnell! Ja! Bist du tot? Ja. Oh nö! Marianne! Na? Auch schön, dass du ein Foto gemacht hast. Ja, ne? Wir glauben, es ist ein Shade. So, meine lieben Leute von heute, die ja, ihr tot seid und ich meine nicht. Der Drachsack. Wow. Wenn wir jetzt losfahren sollen
und ihr Revenant eingekreist habt, dann schmeißt mal hier, wo die Lampe ist, einen Gegenstand drauf, bitte. Nein. Warum glaubt ihr, es ist ein Schild? Weil er immer angefangen hat zu jagen, wenn wir nicht in dem Raum waren. Ja gut, dass der schüchtern ist, oder war von Anfang an klar. Schmeißt mal was hin, wenn ihr da seid. Ich weiß nicht, was ich jetzt bin da. Ihr seid da. So, ausgeklammert. Ist es der Revenant? Was meint ihr? Ja, Lampe schmeißen? Nein, hier, keine Ahnung, wo ich hinstehe, schmeißen. Nein. Hat irgendjemand was zum Schmeißen? Ja? Nein. Nein. What? Nein. Es ist nicht der Revenant. Ich hol mal eben eine neue Tasse. Schmeiß noch mal hin, wenn es nicht der Revenant ist. Okay. Komm schon, du hast Shade gehört. Erinner dich. Hat jemand von euch einen Geisterorb gesehen? Wenn ja, schmeiß was auf den Boden. Nein. Hat jemand Orb gesehen? Nein. Nein. Achso. Also müsst ihr euch den Geisterorb ankreuzen. Wenn ja, schmeiß auf den Boden. Nein! Nichts hinschmeißen! Nein, es wurde kein Geisterorb. Deute ich das jetzt einfach mal. Also streiche ich Geisterorb wieder durch. Okay. Gott, die Arme. Gefriertemperaturen, Geisterbuch, Ultraviolett. Haben wir auch nicht gesehen, ne? Nee. Aber das ist ja das Lustige, wenn ich eben. Ich hasse es. Warum bin ich der Letzte? dann habe ich Geisterbox hatten wir auch nicht. Geisterbuch hatten wir. Dots-Projekte hatten wir auf jeden Fall auch nicht. Da konnte man auch. Wie gesagt, wenn ich EMF Level 5 durchstreiche, hat jemand, als er gestorben ist, oben im Badezimmer gesehen, ob das EMF-Level ausgeschlagen hat auf 5? Wenn ja, schmeiß was hier an die Lampe. Wenn nein, schmeiß was zu mir. EMF 5? Ja, aber nochmal schmeißen? Weil da kommt Shade. Wenn es EMF 5 ist? Okay. Kannst du dich jetzt entscheiden? EMF 5? Nein, dann ist es zu der dir? Shade. Dämon? Ist das Dämon richtig? Shade? Dämon, dafür hat er zu wenig gemacht. Okay, haben alle Shade jetzt angekreuzt? Ja? Ich bin Dämon. So. Dann fahre ich jetzt los? Ja. So, ich gucke selber nochmal. Shade, einkreisen, ich fahr los. Bin ich gespannt. Wir müssen uns mal entscheiden, was Ja und Nein bedeutet. Ja, das sollten wir vorher mal klären. Also Ja bitte zu mir werfen, also wenn nicht... Welcome back. I'm prepared to talk to you. Ha! Shade, gut. Und du fragst dich, warum du kein Geld hast. So, das mit dem Ja-Nein-Spiel lernen wir nochmal, ne? Alter, das war richtig verwirrend. Ich denke, also, bei Nein schmeiß bitte zu meinen Füßen. Habt ihr einen gesehen? Wenn ja, werft jetzt was auf den Boden. Dem fliege ich das. Also, ja, alles klar. Was? Nein! Werft einfach irgendwas auf. Ich war so aufgeregt. Ich war völlig los. Dann mach doch einfach, oder machen wir doch einfach, keine Ahnung, Ja auf den Tisch, Nein auf den Boden. Ja, oder auf dem Tisch, nein, auf dem Boden. Gut, Muck, wieso? Aber wir haben es rausgefunden. Darüber redet natürlich keiner. Puh. Yay! Oh Mann. Wupp. Schaffen wir noch eine Runde? Lass mich nie wieder alleine. Ey, ich wollte ein Foto machen. Ich habe auch ein Foto gemacht. Ich bin gestorben, hat wohl nicht gezählt. Das hat irgendwie nicht gezählt, ne? Ja. Okay. Auch, und er steckt uns in ein Farmhaus. Oh nein, bitte, ich will das Farmhaus. Wer knuspert da? Weiter. Knuschbacknäuschen. Die Peri ist nicht bereit. Ja, du nicht. Ach so? Ja. Warum? Ich war doch schon ready. Ach, bestimmt, weil siehst du? Siehst du, so ging es beim letzten Mal auch. Sunny Meadows. Ach ja. Und fürs Wer hatte Protokoll? Noch mal die
tolle Idee, der, Zufall zu drücken. Der blöde Hund ist nur voll durch mein Kreuz durchgelaufen. Ist das hier die Karte? Foto, Sanity unter 25, Zeuge. Das mit der Sanity kriege ich hin. Ich auch, ich war voll auf Null. Okay, also für später, ja? Ja, auf dem Tisch und nein, am Boden, ja? Ja, oder anders ja. Ist egal, Hauptsache eins von denen. Okay, Tisch, ja. Ich nehme mal das EMF, Taschenlampe und was nehme ich noch? Ich habe Thermometer, Geisterbox und was ist das andere? Taschenlampe. Ich nehme eine Kamera. Achso, wolltest du die gerade mitnehmen? Nö, nee, ist egal. Dann nehme ich hier die Fotoknipskamera. Okay. Dann nehme ich hier noch so ein Violett-Ding mit. Okay. Okay. Yes. Wo bist du? Wir haben dich schon erkannt. Komm her. Hante uns, töte uns. Wir sind da. Oh Gott, wir sind in der Highschool. Quatsch, im Highschool. Genau, ist auch ein Irrenhaus. Im Irrenhaus. Wir sind im Irrenhaus. Ist das nicht schön? Oh. Na, wenigstens mal das Richtige für uns. Eieiei. Eieiei. Aber wenn ich dieses Ping höre, ne? Hello. Dann reagiere ich direkt und gucke nach dem Kater, weil der auch so einen Knopf hat. Echt? Hello, that is my old friend. War das der reagiert auf Einzelpersonen oder zusammen? Alle. Alle, okay. Alle. Oh no. Geil. Ich freue mich. Schreibt er auch ins Buch, wenn ich es in der Hand habe? Nee. Nein. Okay. Wo bist du? Ach, hier sind wir. Gib uns ein Zeichen. Ist aber schön, wie das hier schallt. Oh, eins. EMF 1. Hier in der Kirche? Hier, wo ich gerade stehe, sogar. Gib uns ein Zeichen. Hier hatten wir damals die Tarotkarten. Heute nix. Gib uns ein Zeichen. Wenn hier Turi, ich darf das. Achtung, lieber guter Geist. Zeig dich bitte. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt. Ja. Ja, mein Block ist leer. Ich habe nichts vorbereitet. Geworden. Oh. Hat das was zu sagen? Hier drauf steht Monkey's Paw. Ich wünsche mir Aktivität. Ah, es gibt ein Item, das ist eine vertrocknete Affenpfote. Du kannst dann, wenn du solche Wünsche findest, kannst du die dann, wenn du die Affenpfote in der Hand hast, kannst du sie damit äußern. Und entweder passiert das oder das Gegenteil. Also, lasse ich das Ding jetzt hier oder nehme ich es mit? Also nochmal. Das mit dem EMF 1, der zuckt den überall rum. Ist egal. Es liegt hier. Ach, ist das nicht da, wo wir damals draufgegangen sind mit dem scheiß Wecker? Ach nein, das ging doch so ewig. Was? Der Wecker? Nee, den nehme ich nicht mit. Zini hat den Wecker gefunden. Heute? Im Keller gibt es Schäden. Wenn die in den Keller gehen, sollen wir dann mal nach oben gehen? Keine Ahnung, was ihr gesagt habt. Da weiter hoch geht's nicht. Im Keller gibt's Schäden. Oh Gott, hier tickt's.
Hast du den angemacht? Nee. Stimmt, hier tickt's. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Ich finde es sehr ausgesprochen gruselig. Mhm. Also irgendwas höre ich doch. So ab und zu. Die ticken alle die Wecker. Ich höre noch andere Sachen. Die waren weiter weg. Ich glaube, das sind die Ambiente-Sounds hier. Gefriertemperatur im Keller. Also nein, Atem zu sehen im Keller. Dann müsst ihr wohl im Keller. Ich weiß nicht, wie ihr runtergekommen seid. Bei uns kommt doch, glaube ich, auch nochmal. Ich wollte gerade sagen, war doch überall. Diesmal ist hier gar kein Wasser. Ein beleuchteten Raum. Welcher beleuchtete Raum? Hier. Wenn du dann wieder Richtung Eingang gehst, müsste irgendwo ein Abgang zur Treppe sein, rechts oder links. Gib uns ein Zeichen. Wo ist ein Orb? Ich hab keinen Orb gesehen. Du hast ja auch nicht mit der Kamera geguckt, oder? Ja, ich hab gleich Kamera. Also du hast einen Orb? Ja. Ein Orb? Kannst die Kamera nehmen und rechtsklick auf Nachtsicht umstellen, dann siehst du die Orbs. Touchy-touchy, Guys. Hat jemand Schwarzlicht? Lausch, ich mach kurz Taschenlampe aus. Also, geh. So, jetzt musst du die Tür angucken auf beiden Seiten. Nein. Okay. Ich guck mal den Nachbarn an. Ja. Bist du jetzt alleine im Keller? Du weißt nicht wo? Genau, ich bin jetzt in diesem Trakt, wo überall Fliesen sind und diese Teile aufgespannt sind. Teile? Ich glaube, ich sehe euch. Warte mal. Kannst du nochmal die Tür angucken? Er hat Touchy-Touchy gemacht. Er ist schon weg. Ich höre doch irgendwas. Ja, es sind die ganze Zeit irgendwelche lustigen Geräusche. Ja, es war ein anderes Geräusch gerade. Lass mich nie mehr allein, das war ganz schlimm. Wie bist du denn verloren gegangen? Ich weiß nicht, ich habe da so einen Garten gefunden und dachte so, oh schön, ein Garten. Und auf einmal drehe ich mich um und kein Esther. Oh. Entschuldigung. Geisterorb, ja? Jetzt, das war der sanfte Hinweis mit den Radieschen und von unten, weißt du? Mm. So, brauchen wir sonst irgendwas? Jemand ein Thermometer mit? Hallo, nee. Geist, hab ich. Sprich mal in die Box. Alle oder alleine? Ich glaube alle. Ich hab schon die ganze Zeit mit ihm gesprochen und er hat nicht reagiert. Oh, EMF. Oh, EMF. Wer auch hat das? 3-4. 3-4. Ja, fünf kann es auch nicht sein, wenn wir die anderen Sachen berücksichtigen. Ich habe jetzt Geisterorb und Gefriertemperaturen und es kommen 4 zur Auswahl. Ja, die Temperatur 4. Ist gerade bei 4 Grad, 3 Grad. Ja, und EMF ist auf 4 ausgeschlagen. Okay, also kein 5. Wenn wir das wegmachen, sind es immer noch 4. Wow. Der hat gerade mit dem spitzen... Ja, dreh dich mal um mit das, nach dem geworfen hat.
Ach ja, so stecke ich weg. Ja, 0 Grad haben wir jetzt, oder 1 Grad, ist schwierig zu sehen. Also Gefriertemperaturen, check. Okay, Gefriertemperatur. Ich würde ihn gerne sehen, ob ich ihn fotografieren kann. Erst wenn es unter 0 ist. Hallo Geist, Flauschi würde ich gerne hören. Was hast du gesagt? Fotografieren. Die Temperatur ist nicht unter 0, denn es ist keine Gefriertemperatur. Ganz sicher? Okay. Dann mache ich das wieder weg. Wie alt ist auch du? Gefriertemperaturen angekreuzt? Was war das denn gerade? Geisterbox. Gott, wie gruselig. Also wenn ich Gefriertemperatur durchstreiche, Geisterorb und Geisterbox mache. Genau. Mit Onrei, wir sollten gehen, solange wir noch leben. Mare und was? Komm raus, Dini. No. Also brauchen wir Box. Orb, Box und Temperatur. Und wir sollten gehen, wenn wir noch leben. Ich höre hier nur Mimimi. Ich höre andere Sachen, nicht Mimimi. Die haben doch schon zugehört, oder? Kommt ihr? Zeig dich! Nee! Erst ich komme und dann die Treppe hochdrängeln. Die Tür abschließen, ne? Oh, ja, ich hab festgesteckt. Ich kam nicht mehr weg. Also hast du jetzt alles zusammen, dass du weißt, was es ist, oder was? Ja. Okay, was ist mir entgangen? Was? Warum stehst du hier? Oder? Warte mal. Ist mir da auch was gerade entgangen? Was denn? Ich weiß nicht mehr, was jetzt? Das dritte war. Wir haben Orbs, wir haben Geisterbox und das war's. Die Gefriertemperatur habe ich mal durchgestrichen, weil das war ja nicht... Genau. Und dann kommt Mare oder Yokai. Genau. Ja. Gut, ich hätte das Buch noch hinschmeißen können, weil das fehlt bei Mare. So, was haben wir denn? Hatten wir nicht noch was Drittes? Nein. Nein. Mare oder Yokai? Okay. Yokai wäre noch Dots. Bei der Jagd kann ein Joker nur stimmen in seiner Nähe. Hinter Sprechen der Nähe eines Joker verärgert ihn und erhöht Joker. Dots oder Geisterbuch. Dann müssen wir nochmal zurück. Hat denn jemand ein Dots-Projektor mit und Geisterbuch? Das Buch hab ich mit. Dots-Projektor lag da unten, oder nicht? Oder? Doch, ich hab das Buch. Dum-di-dum-di-dum. Hat's geklopft? Haben wir ein Geisterbuch hier? Schreib ins Buch! Das musst du auch aufmachen. Wie das denn? Du nimmst es und dann drückst du F. Das hat mir keiner erklärt. Ja, ich hab's doch gemacht. Ja. Schreib ins Buch. Jo, schreib mal was ins Büchlein. Gequatscht hast du ja schon. Vielleicht malen. Mal mal was Schönes. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Mach mal die Taschenlampen aus. Sieht man besser die Dots, ne? Oh ja, ist gar nicht gruselig. Schreib ins Buch. Zeige dich. Mach ich die Tür zu? Zeige dich. Tür zu. Schreib ins Mama. Buch. Mama. Schreib ins Buch. Er freut sich ein Astabell. Sieht man
man das denn deutlich in den Dots, wenn was passiert? Mama, bist du's? Ja. Ja. Okay. Ich würde sie aber von draußen nach drin legen, also da draußen hinschmeißen. Kannst du mal den Kopf aus der Tür nehmen? Das ist ja gruselig. Hallo. Schreib ins Buch. Jetzt geht's. Na, wer hat mich denn jetzt geschoben? Na, Kleines. Peri glitscht. Ich sehe nichts. Wieso geht nicht? Zeige dich. Jetzt. Schreib so, ins Buch. Komm zu Papa. Oh. Was ist das? Die Tür. Hä? Unsere Tür. Ich die Tür F. auf und zu. Ich habe F gedrückt bei diesem hier. Buch, aber... Okay. Dann leg das Dotzing nochmal andersrum zur Tür. Aha. Oder meinst du nicht? Ja. Nee, dann von drin nach Raum draußen. Sein. Schreib ins Buch. Mal versuchen, ob ich das hier auf den Stuhl hinlege. Schreib ins Buch. Ich habe dir meine Taschenlampe. Das heißt hell. Ich zeige dich. Guck mal, ob hier ein Lichtschalter ist. Schreib ins Buch. Zeige dich. Der toucht die Tür ein. Also Schwarzlicht können wir auch durchstreichen. Licht aus. Sehr schön. Ja, dann bleiben immer noch die beiden übrig. Zeige dich, Ottwald. Heißt der so? Richard Mario Müller. Schreib ins Buch. Wir können Schwarzlicht ultraviolett durchstreichen. Ja, hab ich, aber ja. Dann bleiben trotzdem noch die beiden übrig, die wir vorher schon hatten. Achso, ja. Wer hat das EMF? Wo bist du? Ich nicht. Auch schon durchstreichen. EMF? Ja. Auch noch die beiden. Hätten da schon mehr Licht an. Auf jetzt Sachen rumzuwerfen, schreib in das fucking Buch jetzt hier. Entschuldigung. Mach keine Geräusche. Hier sind vier Opfer, komm, hol uns. Nee. La, la, la. Gib uns einen Hinweis. Gib uns ein Zeichen. Also da wackelt was mitten in den Dots, ne? Bei dem Dunklen. Seht ihr das? Ach nee, das ist irgendein Arm von irgendeinem. Okay. Es war Timis Taschenlampe, glaube ich. Oh oh. Schreib ins Buch. Er handelt. Yes, it's me. Okay, keine Dots. Sonst hätten wir ihn jetzt gesehen. Jetzt schreibt er. Er schreibt ins Buch. Okay, dann raus. Tschüss. Und, es ist eine Mare. Also, falls, einer drauf geht. Mare. Marie. Mehr. Mehr, wie auch immer. Im Truck. Ich trage das im Truck. Ja. Vorsicht, die Tür geht alles rum auf. Ich bin einfach durch die Tür gelaufen. Miau. Schneller geht nicht. Da kannst du so oft so viel der Taste hauen, wie du willst.